Es sieht idyllisch aus. Doch für Karin Goldbeck ist ihr einstiges Paradies zum Albtraum geworden. Jung, Leute. Double P. Schuld daran soll ein ehemaliger Mieter sein. Wie ihr im Hintergrund schon erkennen könnt, meine wohnlichen Verhältnisse sind jetzt nicht so wohnlich, wie sie sein könnten. Zu der vermüllten Wohnung kommt noch hinzu, er soll seit Monaten keine Miete mehr gezahlt haben. So, hier befinden wir uns in meinem Schlafzimmer. Hier schlafe ich. Hier kommen wir gleich zum Bad. Ja, und im Großen und Ganzen sieht so mein Zimmer aus. Wir mit einem riesen LKW hier an und mit drei Mann. Das hier sind Sachen aus meinem alten Auto. Ich habe ihn laut angeschrien, habe gesagt, sie haben eine Wohnung gemietet. Und das hier finde ich übertrieben eklig. Double P.